Hallo bei Kickoff, dem Magazin der Erfurt Indigos zusammen mit Sportnet Erfurt. Wir begrüßen den Chef vom Ganzen. Hallo, wie geht's? Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, noch ein bisschen geschlaucht vom Wochenende, aber muss ja weitergehen. Nächstes Spiel vorbereiten. Jo, heute ist so ein bisschen was bei uns, ein bisschen wie Bergfest. Ihr habt fünf Spiele gespielt, fünf stehen noch vor euch, also die Saison ist so mittig, sagt man. Da fängt man immer so ein bisschen an, schon ein bisschen Bilanz zu ziehen. Genau, wir wollten eigentlich unsere, oder besser gesagt, wir wollen unsere Bilanz noch um ein Spiel vertagen. Wir verschieben das Bergfest auf nächste Woche, das heißt nach dem sechsten Spiel, denn dann beginnt unsere Sommerpause und wir haben einen größeren Zeitraum, in dem wir auch den, in dem Sinne den organisierten Trainingsbetrieb und Spielvorbereitung so ein bisschen zurückfahren, um auf Regeneration umzustellen, um dann in die letzten vier Spiele wieder voll zu starten. Ja, ansonsten Resümee, also wir haben fünf Spiele gespielt. Chemnitz war jetzt so gesehen schon das erste Rückrundenspiel. Aktuell stehen wir bei 2 Siegen und 3 Niederlagen. Ja, es liest sich natürlich ein bisschen ärgerlich, gerade die ersten 2 Niederlagen, das erste Heimspiel gegen Chemnitz und auch das Heimspiel gegen Halle, die wir zu 0 verloren haben. Aber man hat dem Kader einfach angemerkt, dass in der Vorbereitung etliches, also in der Saisonvorbereitung, das ein oder andere sehr chaotisch war durch die Umstände, die sich ergeben haben. Und wir Zeit brauchten, uns in der neuen Konstellation, das heißt mit neuem Headcoach, neuem Quarterback und vielen anderen neuen Spielern zu finden, so dass ich mit den 2 Siegen definitiv zufrieden bin. Auch mit Mannschaftsleistungen, das heißt mit Teilleistungen, in jedem Spiel bisher zufrieden sein konnte. Am Wochenende hat trotz der Niederlage gegen Chemnitz die Defense ein sehr starkes Spiel gezeigt, ist nur einmal überwunden worden. Das heißt, die anderen 2 Touchdowns, die die Chemnitzer erzielt haben, sind nicht durch die Defense entstanden, sodass ich hier auch nochmal unsere starke Defense-Leistung hervorheben möchte, die Spieler auch nochmal loben möchte und natürlich darauf setze, dass sie uns auch weiter den Rücken so frei halten können und wir einfach mit der Offense ins Rollen müssen, um auch zu punkten und dann auch letztlich Spiele gewinnen zu können. Gut, machen wir einen Haken dran und schauen wir mal nach vorne. Am Wochenende steht das Heimspiel gegen Leipzig an. Tabellennachbar, genau. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, die Leipzig Hawks. Wir kennen sie mittlerweile, wir haben Spiele gewonnen. Wir haben die letzten Aufeinandertreffen leider aus, ja, schwierig, wir haben sie immer verloren und irgendwo wissen wir nicht so ganz immer warum. Was jetzt aber ein zusätzlicher Ansporn für uns ist, auch von dem, was wir bisher gesehen haben, wie sie ihre Spiele gespielt haben, gewonnen haben, verloren haben, sodass wir definitiv an das Spiel rangehen wollen, um auch zu gewinnen, gerade weil es ein Heimspiel ist. Ja, die Chance, eine kleine Heimserie zu starten, das letzte Heimspiel habt ihr auch gewonnen? Ja, genau. Das letzte Heimspiel gegen Freiberg haben wir auch gewonnen. Wäre natürlich dann ein schöner Rahmen, jetzt mit einem Sieg in die Sommerpause zu gehen. Und das letzte Heimspiel ist ja dann noch ein bisschen hin. Das ist ja dann das Abschlussspiel der Saison. Aber mit Sicherheit genießt sich so eine Pause mit einem Sieg einfach deutlich besser. Richtig. Jo, generell, wer mal auf den Spielplan geguckt hat, wird sich immer ein bisschen gewundert haben. Das ist ja, die Staffel ist größer, als ihr am Ende Spiele haben werdet. Also ihr spielt nicht gegen jede Mannschaft doppelt, wenn ich darf. Genau, wir haben, es sind 8 Teams in der Liga. Und zwar ist das der Struktur des Spielverbundes zu verdanken, geschuldet, wie auch immer man das sehen mag. Um einfach die Oberliga so ein bisschen konkurrenzfähiger zu machen und auch die unteren Ligen ein bisschen zu entlasten, da hier das Gefälle sehr, sehr groß war. In der Oberliga das Ganze aber recht dicht ist. Das zeigen auch die Ergebnisse, denn auch wenn Halle aktuell ungeschlagen Tabellenführer ist, war hier das ein oder andere Ergebnis auch sehr dicht. Auch wenn man so die Statistiken der einzelnen Spiele der Teams untereinander vergleicht, sind hier alle Teams relativ eng beieinander und es war am Ende fast immer die Tagesform, die über Sieg oder Niederlage entschieden hat.
Jo, also wir am Sonntag gegen Leipzig, wann, wo? Also am Samstag, dem 1.7. hier bei uns in der Essener Straße am Platz um 15 Uhr geht's los. Der Einlass natürlich ein bisschen eher. Es wird wie üblich ein Familiennachmittag bei den Indigos, das heißt mit Hüpfburg, Bratwurst, Getränken und hoffentlich natürlich auch gutem Wetter, so dass man dann auch den Samstag hier genießen kann und dann das restliche Wochenende, Sonntag, logischerweise zum Erholen ebenso noch nutzen kann. Richtig, also alle Football-Freunde sollten dran denken, es ist die letzte Chance für lange, lange Zeit. Dann kommt eine große Pause, ich glaube im September ist das letzte, ne? Genau, also wir selbst spielen am 20. August, das heißt das letzte Sommerferienwochenende, das nächste Spiel. Das ist dann aber auswärts in Jena. Die treffen wir aufgrund des Spielplans dies Jahr entsprechend nur einmal zum Derby. Und das letzte verbleibende Heimspiel ist dann erst am, ich muss jetzt genau überlegen, ich glaube der 23.09. müsste der Samstag sein. Also es ist ein ganzes Stück hin. Also ja. Nehmt es mit und bevor wir auseinandergehen, lasst uns noch einen Blick werfen. Wer ist noch von euch am Wochenende so unterwegs? Ihr seid ja nicht die Einzigen. Die Tackle-Jugend ist jetzt auch in der Pause. Die haben 6 von 8 Spielen schon gespielt. Konnten am Wochenende die ersten Punkte einfahren. Mit dem jungen Team war das definitiv ein Erfolg. Und wir werden es auch mitnehmen, um die letzten Spiele dort noch mal ein bisschen was mehr zu reißen zu können. Die Flex Senior ist auch in der Pause. Die Damen spielen. Müsste ich jetzt aber genau auf den Kalender gucken, wo ja, die spielen. Ob die quasi das Heimspiel in Gießen haben oder ob die auswärts spielen. Ebenfalls aktiv ist die Fleck-Jugend und es müsste das Turnier in Jena sein. Also, alle Footballer sind noch mal vor den Sommerferien richtig aktiv. Dann drücken wir euch die Daumen, dass es natürlich mit einem Sieg in die Sommerpause geht. Vielen Dank. Lesen kann man es bei uns, bei euch. Und dann bedanken wir uns, dass du Zeit für uns hattest. Alles klar. Weltteil der Indigos, komm vorbei.